Hallo Leute, und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Roll, 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 yeah! Okay, au. Wir müssen hier raus. Au. Okay, das habe ich noch nicht geschafft. Wir müssen raus. Keine Lust auf euch, Bern. Ah, so schnell wie möglich, ich möchte den Boss bekämpfen. Ach komm, achso, deswegen geht es sich nicht aus. Logisches Ding. Logisch. Okay, raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will den Boss bekämpfen und dann wieder auf Herzteilsuche gehen, okay? Danke, Spiel. Und dann beginnt das Spiel erst so richtig Fun zu machen, meiner Meinung nach. Ja, ich habe viele Meinungen. Hahaha, wir wissen es. La. Okay, wo geht's hier raus? Ich nehme das als einen Ausgang. Okay. Helge. Irgendwie. Ja, da komme ich raus, danke. Ich habe schon geglaubt, ich stecke hier fest. Meine Güte, stelle ich mich hier blöd an. In diesem Tempel. Kommt davon, wenn man keinen Testrun gemacht hat. Wie geht dieser Dungeon? Gute Frage. Okay, das Herz hätte ich gebrauchen können. Ne? Lass mich da durch, ich will das Herz haben. Danke. Herz. Yeah. Okay. Ich weiß nicht, soll ich da zurückgehen und jetzt diese Truhe auch noch holen? Oha, mir fehlen da ziemlich viele Truhen noch. Ah, da auch noch. Okay, wartet Leute, kurzer Cut, ich muss nachschauen, welche davon das Herzteil ist. Ah ja, genau, das war ja das, wo ich nicht hin konnte, ganz oben. Also, bis gleich, Leute. Okay, Leute, ich habe herausgefunden, wo das Herzteil ist, und zwar genau das hier ist das Herzteil. Wer sich erinnern kann, ich glaube, ich habe es zwei oder dreimal gesagt, wieso fließt da kein Wasser? Die Brücke ist ganz allein da unten. Ja, das ist der Raum mit der Brücke. Diesmal kann ich aber die Brücke hochschleppen, indem ich das Wasser hier nach unten transportiere. Das heißt, ich muss das Wasser in den Westen irgendwie abfließen lassen. Und ich glaube, ich stehe gerade perfekt. Denn... Oh, komm, schmeiß mich jetzt ja nicht runter. Oh, okay, danke. Denn es ist genau dieser Weg hier. Perfekt, würde ich einmal sagen. Gut vorbereitet. Puh, ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt noch in richtiger Reihenfolge so schnell hinbekomme. Ja, das hatten wir nämlich auch noch nicht, diese Szene. Und man sieht es schon, Wasser steigt, Brücke. Brücke, Herzteil, Herzteil, zufrieden. Zufrieden, Boss-Time, Boss-Time, Herz-Container. Herz-Container, fertig mit Recorden. Ja, ich möchte nämlich hier fertig werden mit Recorden. Und jetzt kommt's. Wenn wir hier versuchen also es wäre am besten, wenn ich den hier töte. Oh, von hinten! Okay, mir reicht's, ich bin wütend. Ich bin mir sicher, ich schaff's nie in 5 Minuten den Boss zu killen. Okay, man würde es nicht schnell genug schaffen, deswegen gibt es dieses Ziel hier. Schwing! Und auch noch die einzige Methode, wie wir hier hineinkommen. Um dieses Herzteil zu erhalten. Yeah, zwei noch. Okay. Und hier geht's wieder hinaus. Immer schön nach oben schauen. Ich liebe diesen Tempel. Immer schön nach oben schauen. Okay, das heißt, wir können gleich wieder hinaus. An diesem Moment. Moment. An diesem Monster vorbeispringen. Ja, seit wann sind. Egal. Und hier hinauf. Bevor uns das Monster von hinten erwischt. Haha. Bin ja etwas zu schnell, ha? Okay, und wir können zurück.
Und gleich den Bosskampf hier mal machen, weil das andere sind nur Verarschtruhen. Ja. Chainsaw Man erhaltet bei seinen Terranigma Textboxen. Ich erhalte Verarschungen. Okay, wir gehen gleich einmal hier hinüber. Link erhält eine Verarschung. So, das musste sein. Wo kommen wir zum Bossraum? Gutes Frage, hä? Gutes Frage. Nein, nicht ins Wasser. Piranhas! Nein! Geh raus hier. Das war gerade Suizidsprung hier. Okay, hier ist der Bossraum. Oh, bitte lass das ein Refill sein. Oh, nettes Spiel. Sogar eine Fee noch. Gib mir eine Fee. Gib mir eine Fee, habe ich gesagt. Seit wann... Achso, ich habe volles Leben. Okay. Lass uns hoffen, dass dieser Fall schnell vonstatten geht. Extrem großer Raum. Und dort steht irgendetwas aus dem Wasser hinaus. Das gefällt mir überhaupt nicht. Schauen wir mal. Was bist du? Ein Auge? Das muss ungesund sein. Okay, Leute. Ich sage es. Es ist Boss-Time. Huhu. Kann's kaum erwarten. Was kommt denn heute Schönes raus? Oh. Du schaust so aus wie diese komischen Blumen. Du schaust nicht wirklich bedrohlich aus. Meiner Meinung nach. Okay, Auge gehaut. Und jetzt kommen Piranhas. Oh nein. Rausschwimmen. So schnell wie möglich. Hinaus, 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 hinaus. Iron Boots. Achso, ja, ich kann hier unter... Oh, meine Güte, bist du intelligent. Hier hast du eine Bombe! Okay, das tut ihm eh nichts, aber trotzdem. Nein, ich habe unten gedrückt. Mein Controller verwechselt unten mit... Okay, Bomben, keine Lust. Ich habe keine Lust auf diese Bomben. Wow. Normalerweise würde er jetzt herumzucken und versuchen, mich mit seinen Tentakeln zu treffen, aber... Weg hier. Anscheinend habe ich das irgendwie vermeiden können, dass er das überhaupt erst einmal macht. Und zwar aus dem Grund, weil ich weit genug außen gestanden bin. Weil Batman 9542, muss ich ehrlich dazu sagen, hat Probleme bei diesem Boss gehabt. Haha. Einmal fühle ich mich überlegen. Haha. Okay, und das ist einer der leichtesten Phasen dieses Bosses. Oder überhaupt irgendwelcher Bosse. Das Einzige, was wir machen müssen, ist... Komm, jetzt hau ein paar Säulen kaputt. Oh nein, die Haustür ist später kaputt. Ist über ihn drüber schwimmen. Und nicht hinein. Und dann anketten. Oh komm, anketten. Du packst das, du kannst dich anketten. Yeah, und draufhauen. Und gleich wieder weiter. Ich habe aus einem bestimmten Grund die Iron Boots an, denn so komme ich schneller wieder hinan. Heran. Komm. Danke. So. Darf es noch mehr sein? Komm bitte. Okay, das war's. Wo bin ich eigentlich?
Ich schätze mal, ich stehe unten in der Mitte und schaue alles an, was er da macht. Und BÄM! Toll. Wetten, jetzt fließt das ganze Wasser durch diesen winzig kleinen Riss hier ab. Winzig, winzig kleinen. Und vor allem so schnell. Ja nein, da würde ich erst gar nicht einmal mitgesaugt werden, oder? Ergibt ja so viel Sinn. Ich schätze mal, das sind die magischen Iron Boots. Ui, wieso müssen Herzcontainer immer in Augen sein? Augen haben keine Herzen. Obwohl ich muss zugeben, dieses Auge hat von alleine gelebt. Okay Leute, und ich bin happy, dass es genau hier stoppt. Das heißt Leute, danke fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal.